Hogwarts Legacy! Was machen wir denn heute? Ich würde mal sagen. Wir haben ja nicht mehr allzu sehr viel. Wir haben noch die Dedalischen Schlüssel. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir tatsächlich mal hinter den Monden abschließen, dass ich das tatsächlich doch noch antue. Wir haben es am Ende durchgezogen. Jetzt sind wir die Mission seit der letzten Folge final auch durch. Und starten heute durch. Mit im Schatten des Berges. Mal wieder eine Hauptmission, würde ich sagen. Wir haben jetzt gute Nebenquatsch gemacht. Jetzt machen wir deine Hauptmission. Und wir wollen uns ja schließlich Bombarda sichern. Und auf dem Weg zur letzten, zum Hüter. Schön für Mr. Weeks. So, jetzt. Weltkarte. Ja, eigentlich wollte ich schon mal über meinen Urlaub erzählen, aber das hat sich mehr oder weniger schon wieder erledigt, weil das Spiel ist, bin ich fesselt mich momentan so, dass es dass ich da nicht drüber erzählen kann. Das machen wir ein andermal. Wo bin ich denn hier? Warum bin ich hier gelandet und wieso? Was mache ich hier eigentlich? Achso, warte mal, ich könnte mal meine Dings umbauen wieder, ne? Wieso kriege ich denn Bombarda da? Ich will ja eigentlich irgendwann mal den letzten Fluch kriegen. Uns fehlt ja immer noch der Avada Kedavra-Fluch. Oh, warte mal. Violetter Schal, super. Kann ich da. Ich kann da nicht runter. Ernsthaft? Warum machst du sowas mit mir? Naja, gehen wir hier lang. Oh, warte mal, das ist eine Truhe. Irgendwo hier. Die ist hier hinter. Hier sind die Dinger. Warte mal. Jedes Ding mitnehmen. Und ich möchte aber eigentlich gar nicht hier weitermachen. Was ist das überhaupt hier? So. Ach nee, die sind gar nicht hier. Das ist eh ein Banditendorf, aber ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht machen. Bombarde. Wer hat jetzt Prüfung? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Oh, ein Testral. Aber nein. Ja, wir haben uns einen neuen Besen gekauft in der letzten Folge, liebe Leute. Nämlich den Glutsprint-Besen. Für immerhin 600 Münzen. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ja, du konntest jetzt weiter, kann ich weiter trinken? Nein, kannst du nicht. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Äh,
Ja, aber auch, natürlich, klar. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte. Na los, schnell! Niemand uns bemerkt! Pass auf, so. Ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Dann machen wir das. Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Vor allem kann ich darf ja noch nicht mal fliegen. Aber ich schau mal, wir gehen wieder in die Höhlen rein, wobei zeige ich mir, wenn wir hergekommen sind. Hätten wir uns auch in der Höhle treffen können. Da vorne sind Leute. Minimum 3 bis 4. Wir sind nicht da. So, warte mal. Wir machen es mal unsichtbar. Wenn das irgendwie möglich ist. Komm, wir machen mal die etwas. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Wir werden das jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen, die Nummer. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Wir haben jetzt die ruhige Nummer etwas ruhiger angegangen und haben jetzt tatsächlich, ohne großes Aufsehen zu erregen, die Kobolde besiegt. Das könnte man theoretisch auch mal ein bisschen ruhiger angehen, das ist so die Nummer. Warte mal. So. Okay, das hat es jetzt gerade erstmal nicht zu interessieren. Ich guck grad. Den brauchen wir natürlich jetzt, klar. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Naja, klar, wegen dem Tod. Nicht unbedingt. Ich hab ein paar. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Oh, ein weiteres Altärchen. Warum müssen wir die Nummer eigentlich im Dunkeln angehen? Das Testralnest muss in der Nähe sein. Stimmt, von hier sind wir hergekommen. Da sind sie. Los geht's. Warte, wir brauchen einen Plan. Ich hab einen von Plan. Still wie ein Grab. Magst du Schmerzen? Oh, wie gerne hätte ich jetzt einen Tropfen. Es sind nur ein paar. Ist da jemand bis zum Sterben hier, was? Na, das war ein bisschen zu offensichtlich. Vor allen Dingen, das ist ein Banditenlager. Die haben eigentlich, doch, die haben was damit zu tun. Was ist schon alles? Ich werde dich tun. Ich bin mir uns nicht. Komm, Vater.
Nimm mal die Truhe erstmal mit der Stelle. Gehst du auf den? Nehmen wir die Nummer mit. Und das nennst du Zauber? Bombarda! Das alles genau zu langsam! Levioso! Immer. Aber machst du auch irgendwas, Sebastian? Richtig, das war jetzt eigentlich mehr oder weniger der Gedanke. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Gehen wir weiter. Da ist die Truhe. Was sind hier oben? Noch irgendwas? Warte mal. Super. Ich will eigentlich hoch, aber... Scheiß drauf. Weiter. Jetzt haben wir uns jetzt ewig und 3 Tage da dran. Nein. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Die sind oben. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ich würde doch lauter schreien, dann macht vielleicht am meisten Sinn. So, sind beide tot. Und wir gehen weiter.
nicht. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Ragnarok hat das kapiert und ich gebe mir alle Mühe, ihn zu unterstützen. Besiege alle Wachen. Naja. Nächste Folge, wa? Bis dann. Tschüss.